Don't Be Afraid bekommt einen zweiten Teil und wir spielen heute die Demo dazu, die aktuell auf Steam verfügbar ist. Das Ganze spielt 15 Jahre nach Davids Entführung und wir durchleben hier nochmal so ein bisschen seinen Albtraum, was wirklich gut gemacht ist. Und ich würde sagen, wir quatschen auch gar nicht so lange drum rum. Lasst uns reinstarten in das Spiel. Let's go. Children. Children are the innocence of this world. Although they sometimes have nightmares. For none of them nightmares should become a reality. Snatched from the safe home of their parents. Trapping in a labyrinth full of dead fear. Confronting twisted forces for whom tormenting their victims is the only form of amusement. Every day, I have to fight with demons from the past. Flashbacks are stealing control of my life. Distorted faces, gruesome riddles, decaying bodies, and the scent of fear have been ingrained in me. So I become entwined, just like by poisonous ivy. Sometimes I can't distinguish reality from the visions in my head. Am I dreaming? Maybe I have never escaped, and I'm still trapped. What have I done to deserve this repeating hell every single day? My name is David, and 15 years ago, I was kidnapped. Will you help me overcome my trauma? David, is that you, honey? Please help me. Okay, wir spielen hier also David, denn das Ganze spielt 15 Jahre nach dem ersten Teil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hallo, Mausi, bleib mal cool. Und wir durchleben immer wieder unseren Albtraum, den wir haben durch diese Entführung, wo er als Kind, also er wurde irgendwie als Kind entführt und in irgendeinen Überlebensmode gepackt, so gefühlt. Hallo, nein, bitte nicht anfassen, dankeschön. Und das durchlebt er jeden Tag wieder und jeden Abend, jedes Mal, wenn er schläft. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay, gut, dann gucken wir mal, ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt. Und deswegen wird das hier für mich wohl etwas verstörender werden, weil ich halt einfach keine Ahnung habe, was in Teil 1 genau passiert ist. Ich habe dazu nur Let's Plays geschaut, vielleicht muss ich das Ganze mal nachholen. Oh, das werde ich wahrscheinlich auch einfach mal machen. Wird wahrscheinlich das Beste sein, um auch zu verstehen, was genau passiert ist und die Lore auch zu kapieren. Und was ist hier eigentlich? Warum müssen wir denn eigentlich immer mit irgendwelchen Puppen zu tun haben? Und du bist? Hi. Oh, wartet mal. Ah, die Dinger zeigen uns also an, was... Ah, das UV-Licht. Okay, interessant. Das UV-Licht brauchen wir also. Und du bist? Schöne Maske hast du da, by the way. Sehr gut. Lass uns mal wieder hier raus, genau. What the fuck? Das scheint auf jeden Fall ein sehr verstörendes Spiel zu sein. Was? Zur Hölle. Lass mich raus. Nein, nur nicht. Okay. Existiert dieses Monster in seinem Kopf nur oder wo existiert das? Okay, what the fuck, wo sind wir jetzt? Hi, David. David? Hi. You look pale. Are you okay? It's just nightmares. They keep haunting me. I feel like I'm back to my childhood again. It's maddening. Remember, it's completely normal after all you've experienced. You will go through episodes of despair, sure, but what's important is that you don't lose hope. Hope, huh? But it's been 15 years already. How much longer can I go on like this? Why do I keep getting worse? David, your abduction has left its mark on you. A mark which can't be erased easily, that's why I'm here. So we can work through this to get... I'll find you, boy! Did you hear that? Hear what? Did you hear that? That voice. It's Frank. Oh, God. He's back. Fuck. I can't do... David, calm down. The man who hurt you is gone. It's just you and me here. You're safe. Just breathe. Right. Right, he's dead. Don't look around. Sit properly. Just breathe in, breathe out. That's it. You see,
The human mind, especially under duress, has a tendency to distort reality. It can make you see things that aren't really there. It can make you hear voices or notice hidden patterns. That's a part of... Part of the process. Me losing my mind, losing track of time, and waking up in God knows what places is also part of the process. What do you mean? Recently, I've been having these, I don't know, gaps in memory. Sometimes I don't know what's happening to me, or I do to some degree, but it feels like I'm walking through the fog. Fuck, it's getting worse, isn't it? David, episodes of short-term amnesia can occur in patients with post-traumatic stress disorder. It's another symptom that makes me emphasize what I've been saying all along. I know. I should take a break, but what good will it do if I go somewhere? It's not a cure. How is this supposed to help me? Sometimes you have to cut deep to find what you're looking for. But sometimes you have to let it go. It's not about finding a cure. There's no magic remedy that will instantly heal you. But you do need to give your brain some space to sort through all this traumatic experiences on its own. Maybe. Maybe you're right. We can try to find a way that would allow you to pick up the pieces in a safe, friendly environment. There's one place I know and recommend. Some of my patients stayed there before with great results. You can retreat there, forget about everything for a while, and if you need anything, I'm just a phone call away. Yeah, I'll try. I'll go there. I can't keep being afraid forever. You better hide, David. Okay, wir scheinen also schon in Behandlung zu sein. Und das Ganze läuft jetzt schon seit 15 Jahren. Darf ich mich bewegen, Spiel? Danke, das wäre echt nett. Super. Das Ganze scheint also schon so ein bisschen länger zu gehen mit der Behandlung. Und er scheint eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Ich meine, gut, nach dem Ganzen, was passiert ist, sollte das irgendwie auch klar sein, dass der sowas hat. Und er versucht das zu bekämpfen, aber irgendwie geht es nicht. Und er hat natürlich immer wieder neue Albträume und wacht manchmal an Orten auf, wo er gar nicht weiß, was los ist und wo er da hingekommen ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist das das Zeug hier, was wir brauchen? Unsere Pillen? Yes. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie das ist wegen Teil 1. Den muss ich, wie gesagt, noch nachholen, aber ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen machen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da genau erwarten wird. Es soll wohl ein etwas creepier Game sein. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe nur so ein paar kleine Ausschnitte gesehen von Let's Plays und sowas, aber wir werden sehen, was bei rauskommt. Okay, was braucht man jetzt hier? Wir brauchen Licht, hat er gesagt, ne? Wait in. Okay, hier haben wir schon mal eine Taschenlampe, aber wir müssen aufpassen, dass die Batterien nicht leer gehen. Okay, was Batteries haben wir hier? Was ist das? Okay, A, B, Z. 1, 2, okay. Interessant. Und das hier ist N? Wer ist N? Was ist das? Das sieht. Ja, es ist nur ein Foto, ne? Was ist das hier? 3. Okay, was soll das heißen? Was ist das hier? Oh, wow. Na klar. Die Wand ist einfach vors Fenster gezogen worden. Naja, das macht auch richtig viel Sinn. Aber ist okay. Was haben wir hier? Mhm. Okay, wir brauchen das Licht also. Ihr seht, um das Bild drumherum wird dann die Insanity angezeigt. Oder die Sanity, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber es ist wichtig, dass wir das Licht anlassen. Okay. Wer war das? Wer war die junge Dame? Können wir mit der irgendwie Bekanntschaft machen? Mit der ein bisschen quatschen, reden, irgendwas machen? Ich weiß nicht, Kaffee anbieten? Was haben wir hier? Okay, die Dinger gucken wir uns gleich mal an, aber ich will mich vorher erstmal noch ein bisschen umschauen. Was ist hier? Punishment and Crime, okay. Davon ist jetzt aber nichts weiter, okay. Ansonsten, kann ich mich auch ducken? Jo, auf C kann ich das machen. What the fuck? Lass da die Tür offen, alles cool. Niemand will da rein.
Niemand will freiwillig da rein. Es ist auf jeden Fall super creepy. Das ist... Dai? Okay. Ich hab halt absolut keinen Plan, was wir hier gerade machen sollen. The fuck, Bro? Bleib mal am Fußboden. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal in das Journal rein. Wir haben hier einmal Schlafzimmer. Frau Martinez, danke für Ihre prompte Bereitschaft in dieser äußerst sensiblen Angelegenheit. Wir haben Ihren Bericht an die offizielle Stelle weitergeleitet und wurden bereits informiert, dass bald eine Prüfung durchgeführt wird. Sie werden zeitnah von Erica Cadell kontaktiert, die dieses Gutachten im Namen von unleserlich. Bitte informieren Sie uns über weitere Entwicklungen in diesem Fall. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Thomas Newgen. Na, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe ihn, glaube ich, falsch ausgesprochen. Okay. Der Patient spricht manchmal über seine Erlebnisse, begreift sie jedoch als Träume. Seine Mutter wird dabei ebenfalls erwähnt, aber ihre Rolle wechselt von Erzählung zu Erzählung. In manchen ist sie wie er ein Opfer, in anderen ist sie mitschuldig an den Entführungen. Es mangelt an Kohärenz bei seinen Aussagen. Wenn wir davon ausgehen, dass sie keine vorsätzliche Erfindung sind, ist anzunehmen, dass es sich bei ihnen um Folgen des Schocks handelt. Der Patient steht weiter unter Beobachtung. Okay, den haben wir. Ende der Schreckensherrschaft. Serienmördertod aufgefunden von D. Whitlock. Ein Verdächtiger im Fall einer Reihe von Kindesentführungen und Morden wurde heute tot aufgefunden, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Die Beamten erhielten Informationen zu seinem Standort, nachdem das Opfer der jüngsten Entführung entkommen war und von einer Streife in der Nähe aufgefunden worden war. Bei der Durchsuchung der verlassenen Schule, die der Junge als Standort der Entführung angegeben hatte, wurde eine Leiche gefunden, die als der berüchtigte Serienkidnapper Franklin Degen identifiziert werden konnte. Polizeinahen Quellen zufolge müssen die Identitäten der verbleibenden Opfer noch bestimmt werden, während der einzige Überlebende ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand ist nicht bekannt, aber man kann nur mutmaßen. Okay. Das geht also hier um David gerade wahrscheinlich, vermute ich mal. Okay, was ist hier? Okay, eine Kinderzeichnung. Wenn ich das richtig gesehen habe? Ja. Aber da ist jetzt nichts heute. Hier ist einfach nur ein... Okay. Er wird also immer noch von diesem Etwas verfolgt. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Was ist das hier? Okay. Das ist ein Zahlencode, aber woher? Ah, wartet mal kurz. Wir haben ja hier hinten diesen Hinweis gehabt, ne? 1, 2, 4, okay. Wenn wir jetzt... Aber das ist ja dann nur ein Buchstabe, oder meinen die das komplette Wort? Weil wie sieht das aus, ob die das komplette Wort meinen, ne? Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wir probieren es einfach aus. Das wäre einmal 4. Also A, B, C, D ist 4. I müsste, glaube ich, die 9 sein. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und E ist die 5. Yo, war sogar richtig, super. So, der Schlüssel hier. Für was ist der jetzt? Ist der für was Besonderes? Was haben wir hier unten? Oh, what the fuck? Not this again, please. Ja, hat auf jeden Fall übelst Angst. Ach, das ist... Ach, das sind... Ah, okay. Achso, wir können die hier unten nicht reintun. Wir können die da oben reintun. Okay, cool. Okay, ich darf es aber nicht dafür, ne? Ist der Schlüssel vielleicht hierfür? Ah ja, okay, der ist also für diese Musikbox. Okay. Aber sonst ist hier nichts drin, ja? Nein, wir werden bestimmt nicht schlafen, du Gestörter. Holy moly. Also hier kommen wir jetzt auch nicht raus. Hier auch nicht. Ist es hierfür? Jo. Aber oh, what the fuck, ist ernst, dass ich das jetzt auch machen muss, aber... Ist hier nichts weiter drinne? Da ist nichts dran. Man kann die aber immer noch in die Hand nehmen. Okay, nee, da ist nichts weiter. Interessant. Do you hear their screams? Nee. Ich will gar keine Schreie hören. Truly great man must, I think, experience great sorrow on the earth. If crime and punishment, okay.
Okay, hier haben wir wieder diesen Zahlencode. Julie, weil das ist L war weg, ne? L-I-E. L-I-E. Okay, L-I-E. L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12. Und das andere war I und E. I war 9, ne? 9 und E war 5. Okay, war sogar richtig. Okay. Ja, die haben wir auf jeden Fall noch eine neue Fuse. Okay. Messer. Für was brauche ich denn ein Messer? Wen soll ich denn damit wegdonnern? Ist es zur Selbstverteidigung gedacht? Ich weiß es ja nicht. Okay, wir gucken jetzt mal, dass wir... Wir können nicht mal rennen. Warum kann man nicht rennen? Ich finde das ein bisschen creepy, dass man nicht rennen kann. Okay, einer mehr. Ich glaube, jetzt kommen wir... Ah, okay. Wow. Wir kommen jetzt hier auf jeden Fall rein. Ja, nee, das ist jetzt nicht so geil. Hallo, nimm mal bitte deine Griffel da weg, du Eklige. Okay, was haben wir hier? Okay, jetzt wieder so ein Journal-Ding. Krankenhauseinweisung. Zustand des Patienten allgemein schlecht. Mehrere Verletzungen am Körper, ein ausgerenkter Arm und zwei gebrochene Rippen festgestellt. Dehydriert, mangelernährt, stark erschöpft, aber stabil nach Beginn der Infusionstherapie. Keine Reaktion auf Stimuli von außen. Vorläufige Diagnose umfasst unter anderem Schock und Katatonie. Keine Ahnung, was Katatonie ist. Neben Behandlung der Wunden ist intensive psychiatrische Betreuung erforderlich. Okay. Da braucht auf jeden Fall einen Psychiater. Aber das sollte wohl klar sein danach, ne? Okay, was haben wir hier jetzt? Lying. Okay. Lügnerin. Wird hier gesagt. I broke your... Oh, ne, oder? You have to cut deep. Alter, ernsthaft? Okay. Damit haben wir aber jetzt alle Fuses bekommen. Und können die Tür öffnen. Ach, na Halleluja. Oh! What the fuck? Okay. War eine sehr geile Erfahrung, würde ich behaupten. Und es ist auf jeden Fall ein kleiner, sehr, sehr geiler Teaser gerade für den zweiten Teil. Und sobald er draußen ist, werden wir uns den natürlich auch anschauen. Das ist klar. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bye, bye.